Hi, Kfz Pros. Wir haben heute mal einen Ford Fiesta 6er JA8 Modell. Er hat das Problem, er kommt jährlich zur Inspektion und wir haben dann festgestellt, dass hinten auf der Hinterachse, auf der hinten rechts, die Feder gebrochen ist. Auch ein bekanntes Problem, wollte ich sagen, bei den Ford Fiesta Modellen ist halt, dass hier im letzten unteren Bereich, letzter Kringel, immer einmal ein Federbruch stattfindet. Und ja, gut. Ich fange auch direkt an. Wir haben hier Federn besorgt von Eibach. Eibach produziert nicht nur Tieferlegungsfedern, sondern auch Fahrwerksfedern in Serienform. Die werde ich auf jeden Fall verlinken. Eben das Fahrzeug hoch. Wir müssen bei dem Fahrzeug noch nicht mal die Räder runternehmen, sondern haben nur zwei Schrauben zu lösen. Was wir dazu brauchen, ist auf jeden Fall sind zwei Getriebeheber, denn wir müssen die Achse gleichmäßig ablassen. Und mit einem Getriebeheber könnte das nicht so wirklich funktionieren, deswegen mit zwei Getriebeheber arbeiten. Auf jeden Fall hebe ich das Fahrzeug mal hoch, dann sehen wir uns gleich hinten an der Hinterachse. Hier sind wir jetzt an der Hinterachse, kannst du ruhig ein bisschen näher kommen, dann zeige ich es dir jetzt einmal. Die Feder ist jetzt in dem Bereich hier gebrochen, wenn man da etwas Licht drauf zeigt, ich hole mal die Taschenlampe, kannst du mit dem Handy näher kommen, dann sieht man hier, fehlt einmal ein Stück von der Feder. Genau, die ist rausgebrochen. Wenn man Glück hat, bleibt die da noch liegen und dann merkt man das während der Fahrt. Da fängt es an, auf der Hinterachse was zu klappern oder ja, halt werden Unebenheiten, Geräusche zu entstehen, Geräusche. Aber in der Regel fällt die immer hier hinunter und dann ist das Teil einfach mal weg und wird dann halt beim nächsten TÜV, wird sowas bemängelt oder halt beim nächsten Service in der Werkstatt. Ja. Auf der anderen Seite ist die Feder noch ganz, aber hier sieht man schon, dass sich hier schöner Rost bildet und hier haben wir schon einen Riss in dem Material. In der Regel bricht die Feder hier auf der anderen Seite in der Regel auch schnell. Deswegen Fahrwerksfedern immer bitte beidseitig austauschen, dann hat man keine Probleme. Und ganz ehrlich, so teuer sind Fahrwerksfedern nicht. Man muss jetzt nicht unbedingt original Ford besorgen. Das Einzige, was wir jetzt hier abbauen werden, wie gesagt, Räder bleiben dran. Wir haben hier unseren Stoßdämpfer. Der Stoßdämpfer ist mit einer Schraube befestigt. Schraube lösen. Hinten dran kann man kontern, muss man aber nicht, denn diese Mutter hier hinten dran, die ist sogar angeschweißt an den Rahmen. Also muss man da nicht mal gegenhalten. Kann man machen als Sicherheit, damit vielleicht hier die Schweißnaht nicht abreißt. Muss man aber nicht zwingend notwendig. Ich bereite das Ganze jetzt mal vor. Ich schnappe mir jetzt die beiden Getriebeheber, jeweils links und rechts, unter die Hinterachse jeweils. Und dann etwas hochpumpen, nicht komplett hochpumpen, sondern einfach nur gerade so ein bisschen abstützen, damit die Schraube auch leichter rauskommt. Gut, sehen wir uns gleich. Schraube einmal lösen links und Schraube lösen einmal rechts. Das war's. So, vielleicht kannst du mal gerade hier die Taschenlampe oder ich kann sie wahrscheinlich hier aufhängen. So. Jetzt kann man hier jeweils auf der einen Seite vorsichtig schon mal ablassen. Ne? In der Regel kommt durch die Feder nicht weggesprungen. Und das auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Da am besten die Feder festhalten, denn hier ist das Problem, hier ist die Feder schon ziemlich locker gewesen. Auch, ja, jetzt ist klar, ist die Schraube gelöst, aber auch im eingebauten Zustand war die Feder sehr, sehr locker. Ne? Auch einmal ablassen, vorsichtig. Zack. Und die können wir dann jetzt jeweils links und rechts einmal so herausheben. Ne? Bei Originalfedern, wer sich Originalfedern bestellt, muss darauf aufpassen, wir haben hier einen Farbcode. Der Farbcode sagt aus, welchen Federn man verbaut hat. Es gibt hier Sportvarianten und Serienvarianten oder schlechte Wegefedern oder schlechte Wegefahrwerke, sage ich mal so. Das ist immer unterschiedlich. Deswegen immer drauf kontrollieren, was steht in der Produktbeschreibung für einen Farbcode drin. Oder wenn man zu Ford fährt, sagt man, naja, Feder, Farbcode grün. So, und das Ganze hier auch noch einmal, ich auch mal die Kamera ablassen. Jetzt müsste das so funktionieren, dass wir die da genauso rausbekommen. Und zack. Hier diese Kunststoffkappen, die können wir dann wieder anbringen. Die sind in der Regel blau markiert. Sprich, aber diese Pfeilrichtung bedeutet Fahrtrichtung. Ne? So wird das dann auch wieder angebracht. Die werden dann nur reingeklipst und dann passt das auch. So. Oben die Gummiteller, die kann man mit übernehmen, wenn sie nicht kaputt sind. In der Regel gehen die auch nicht kaputt. Ja, das sind die alten Federn. Und der Einbau erfolgt jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Ich schnappe mir mal auf jeden Fall einmal das
die Druckluftanlage, blase ich einmal hier alles aus, den ganzen Dreck hier, und dann setze ich neuen Feder rein. So, hier haben wir einmal die neue Feder. Bei der Feder ist es ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob die Kamera erkennt. Vielleicht kannst du mir doch Bescheid sagen, ob sie es erkennt. Genau, da steht Top, Pfeil nach oben. Das bedeutet immer, so wird die Feder auch eingebaut. Sprich, Top immer nach oben zeigen, nicht umgekehrt. Ja, wie gesagt, die alten Gummiteller mit übernehmen. Die haben in der Regel hier so eine Anschlagposition. Da sitzt die Feder dann auch später drauf oder gleich drauf. Ne? Schön bis zum Anschlag. So passt das. Und wenn man da ist, so freigeblasen hat, kann man hingehen und dann einfach W40 schön hier noch einmal einschmieren, einsprühen. So, zack. Und hier oben haben wir an dem Federteller haben wir eine kleine spitze Nase. Die kleine spitze Nase auf jeden Fall, muss da oben in dieses Loch hinein. Ne? Das ist ganz wichtig zur Zentrierung einfach, damit das passt. So, ich setze das jetzt ganz einmal ein, einfach oben schon mal einführen und unten etwas mit die Feder drücken und das war's. Ja. Jetzt können wir das Ganze wieder umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, Achse wieder hochpumpen, versuchen hier gleichmäßig auf beiden Seiten hochzupumpen, damit man es vielleicht jetzt etwas hört, wenn wir kein Licht haben. Loch hier vom Schoß hinter wieder passt. Das ist ganz wichtig. So, perfekt. Schauen wir uns dann wieder die beiden Schrauben. Schrauben erstmal von Hand durchstecken. Von Hand auch erstmal beidrehen, das ist auch ganz wichtig. Und dann kriegen die Schrauben vom Hersteller vorgehen ist im Moment und das sollte man auch einhalten. So, das war ein Fahrwerksfedertausch an der Hinterachse bei einem Ford Fiesta JA8 oder Ford Fiesta 6. Wie gesagt, Produkte gibt es in der Videobeschreibung. Drehmomente werden euch im Video eingeblendet und solltet ihr Fragen haben, einfach einen Kommentar posten. Folgt uns auf Instagram, Facebook als Unterstützung, Abo dalassen, damit solche Videos auch weiter folgen. Unser Kanal wächst stets, das ist richtig, richtig geil, kann ich nur sagen. Und danke an jeden einzelnen Zuschauer, der uns dabei unterstützt. Ja, wir machen jetzt Feierabend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Kfz Bros. Yeah,